Huhu, Leute, ich bin Flasher. Willkommen zu meinem Guild Wars 2 Jumping Puzzle Guide zum Uhrturm des verrückten Königs. Alle wichtigen Informationen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Außerdem noch als kleine Information, dass dieses Jumping Puzzle erst mit dem Halloween Update von 2012 ins Spiel hinzugefügt wurde und dieses Jumping Puzzle wird auch voraussichtlich nur zur Halloween-Zeit zu absolvieren sein. Das Jumping Puzzle befindet sich im Labyrinth des verrückten Königs. Um hier hinzukommen, habt ihr mehrere Optionen. Wie gesagt, geht das nur zur Halloween-Zeit. Und zwar könnt ihr auf den Karten in Kryta, das heißt in Startgebieten, wie zum Beispiel Königintal oder Kessex-Hügel oder aber die Gendaran-Felder, könnt ihr diese Tore überall finden. Es gibt zwei verschiedene Versionen. Einmal die Tore, die bereits offen stehen, die werden auch direkt auf der Karte als Kürbisse angezeigt, als Kürbissymbol. Ihr müsst also einfach nur in das Gebiet gehen, die Karte öffnen und nach so einem Kürbissymbol Ausschau halten. Allerdings sind diese Tore nicht immer da, das heißt, wenn ihr Pech habt, sind da keine. Oder halt, ihr findet verschlossene Tore, die sind zur Halloween-Zeit immer zu finden. Und die müsst ihr einfach alle nacheinander abklappern. Und wenn ihr Glück habt und ihr so ein Tor öffnet, dann bleibt das danach auch auf offen stehen. Und ihr könnt es dann betreten, um dann hier in dieses Labyrinth zu kommen. Viel vorbereiten muss man für das Jumping Puzzle nicht. Allerdings sind einige Sachen vorher wichtig zu wissen, die ich kurz mit euch durchgehen möchte. Erstens solltet ihr euch auf jeden Fall ausziehen. Das hat mehrere Vorteile. Erstens, ihr blockt euch nicht selbst die Sicht, denn das Jumping Puzzle werdet ihr mit mehreren Spielern gleichzeitig absolvieren müssen und alle Spieler starten gleichzeitig an den gleichen Positionen und werden daher die gleichen Sprünge machen. Wenn da viele Leute auf einem Haufen sind, die alle dicke Rüstungen und Kleider anhaben, blockt man sich da sehr, sehr gern mal die Sicht gegenseitig. Und wenn sich wirklich alle nackt ausziehen, dann sieht man wirklich noch einigermaßen, wo man wirklich lang springt und es ist nicht ganz so schlimm. Und außerdem ein weiterer wichtiger Grund, viele Spieler haben in diesem Uhrturm sehr starke Framepoint-Einbrüche. Wenn man die Rüstung auszieht und nicht so viel Klimbim an einem rumhängt, kann man damit auch die Leute etwas unterstützen, dass die Framepoints nicht ganz so weit runtergehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist wichtig zu wissen, ihr könnt in diesem Jumping Puzzle keine Skills benutzen, das heißt, ihr müsst auch nichts mitnehmen, ihr könnt es auch mit jedem Level machen, es sind keine Gegner unterwegs. Allerdings geht dieses Jumping Puzzle auf Zeit und die Zeit in diesem Jumping Puzzle ist verdammt knapp bemessen, also da müsst ihr da wirklich Gas geben und ihr solltet euch genug Zeit mitbringen. Also dieses Jumping Puzzle ist wirklich ultra schwer, das schwerste Jumping Puzzle, was ich im Spiel kenne. Ich selbst habe dafür 50, 60 Anläufe gebraucht und immer wieder die Sprünge verhauen. Und ich habe sogar von Leuten gehört, die bis zu 5, 6 Stunden am Stück an diesem Jumping Puzzle gehangen haben, bis sie es das erste Mal geschafft haben. Also nehmt da wirklich viel Zeit mit, verliert nicht die Geduld, verliert nicht die Konzentration und versucht es immer und immer wieder. Es ist wirklich einfach nur eine Übungssache. Das kann man nicht auf Anhieb schaffen. Man muss wirklich einfach Schritt für Schritt das üben und irgendwann kriegt man es dann auch hin. Der Map-Designer dieses Jumping Puzzles hat übrigens selbst gesagt, dass wahrscheinlich nur 5% aller Spieler dieses Jumping Puzzle überhaupt schaffen werden. Also da könnt ihr euch schon selbst ja ausrechnen, dass dieses Jumping Puzzle es wirklich in sich hat und dass es euch einiges abverlangt. Allerdings, das Gute ist, ihr könnt dieses Jumping Puzzle, wenn ihr es einmal geschafft habt und ihr es einmal drauf habt, immer wieder machen. Die Truhe ganz am Ende, die wird immer wieder resettet und ihr könnt das Jumping Puzzle immer wieder nach und nach machen und somit im Prinzip die Truhe ganz am Ende farmen. Naja, genug gequatscht, wir wollen los. Dazu reden wir mit diesem NPC und nehmen die dritte Option, dass wir zum Uhrturm wollen und sehen uns dann gleich im Uhrturm wieder. Seid ihr im Uhrturm, befindet ihr euch hier in einem Art Vorraum. Das Jumping Puzzle selbst ist dort dieser Turm, wo sich die Trümmer außen rumdrehen, wo wir dann auch drauf rumspringen werden. Ihr seid allerdings hier im Warteraum und müsst warten, bis die nächste Runde losgeht. Das heißt, dieses Jumping Puzzle ist rundenbasiert. Alle Spieler treffen sich hier und werden dann zusammen losteleportiert zum Turm. Und die nächste Runde startet erst, sobald alle Spieler aus dem Jumping Puzzle raus sind. Das heißt, bis die Spieler runtergefallen sind, also es verkackt haben, oder bis es ein Spieler bis ans Ende geschafft hat. Und erst, wenn alle Spieler raus sind aus diesem Jumping Puzzle, geht die nächste Runde los. Das heißt, ihr müsst hier oben immer hier unten meine ich, ein kleines bisschen warten, bis die nächste Runde startet.
und wieder alle Spieler gleichzeitig rein teleportiert werden. Ihr seht, noch mehrere Leute haben sich hier ausgezogen, damit das alles ein kleines bisschen leichter wird. Es ist natürlich immer blöd, wenn viele große Chars da sind, wie Char oder Abanorn, dann wird das für alle ein kleines bisschen schwieriger, aber es ist auf jeden Fall möglich und man hat immer genug Zeit, um sich wieder auf die nächste Runde vorzubereiten. So, wenn es losgeht, seid ihr in einer kurzen Filmsequenz, die ihr euch auch jedes Mal angucken müsst. Allerdings dauert die nicht lange und dann heißt es direkt losrennen. Und zwar kommt nämlich von unten diese grüne Seuche, die euch verfolgt. Und vor der heißt es jetzt wegrennen. Und man muss hier wirklich verdammt schnell sein. Hier nochmal kurz warten, bis sich die Map weiter aufbaut. Das ist normal. Und sobald die Map da ist, rennen und dann nicht mehr aufhören. Hier so schnell es geht rüber über die Trümmer, ziemlich viel springen. Auf das kleine Zahnrad kann man einfach laufen, dann direkt weiterspringen. Hier rum. Und den Weg, den ich euch jetzt hier zeige, ist der, den ich am leichtesten und am schnellsten finde. Denn hier geht es wirklich um Speed. Wer hier Fehler macht, wird früher oder später von der Seuche gefressen. Man muss hier wirklich mit Highspeed durchfetzen, ohne stehen zu bleiben. Hier sind ein paar fiese Sachen, die muss man wirklich einfach üben. Aber das ist alles möglich. Hier möglichst gerade oben drauf, weil sonst rutscht man links oder rechts an dem Zahnrad runter. Und sonst einfach hier weiter. Von hier direkt auf diesen Balken, nicht erst auf den kleinen Stein, der da links war, sondern direkt hier hoch. Dann weiter hier hoch und dann einfach wieder runterspringen. Nehmt auf gar keinen Fall die Kiste mit beim ersten Mal. Da gibt es zwar Loot drin, aber dafür habt ihr keine Zeit. Es geht direkt weiter, sobald sich die Map aufbaut. Und dann hier hoch, hier rüber. Jetzt den rechten Weg nehmen und hier weiter. Ihr seht, das geht alles ohne möglichst groß stehen zu bleiben. Hier am Ende kann man sich allerdings ein bisschen Zeit nehmen. Also sobald man da runtergesprungen ist, kann man sich Zeit nehmen. Jetzt heißt es nur noch, in den Uhrturm reinspringen. Hier in dieses Ziffernblatt wird kaputt gehen, sobald hier unten dieses Zahnrad unter Wasser ist. Das heißt, beim nächsten Mal wird es jetzt kaputt gehen. Das heißt, sobald das kommt, kommt der Blitz reinspringen und dann habt ihr es auch geschafft. Und dann seid ihr hier oben und bekommt eure Kiste. Ihr seht, es war gar nicht so schwer, wenn man die richtige Taktik hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt klar wurde. Dieses Ziffernblatt geht erst kaputt, sobald unter uns rechts dieses Zahnrad ungefähr, was jetzt so ist, wie dieses Zahnrad, was hier unter Boden ist, sobald das unter Wasser ist. Solange das noch nicht unter Wasser ist, kommt auch der Blitz noch nicht. Das nehme ich immer so als Orientierungspunkt. Sobald das Wasser dieses Zahnrad verschluckt hat, kommt als nächstes der Blitz und dann könnt ihr reinspringen. Dann kriegt ihr hier eure Kiste, da sind immer mehrere Beutel Süßes oder Saures drin, also Süßes oder Saures Taschen. Und wenn ihr das Jumping Puzzle das erste Mal macht, sind da noch Schuhe des verrückten Königs drin. Das war's dann eigentlich auch. Sobald ihr durch diese Tür geht, werdet ihr wieder in den Warteraum geschmissen. Und da könnt ihr dann dieses Jumping Puzzle auch direkt nochmal machen. Sobald ihr wieder hier oben seid, ist auch die Kiste wieder auf. Und bei euren nächsten Runs könnt ihr dann ja auch mal, wenn ihr Zeit habt und Lust, unterwegs die Truhen aufmachen. Aber auch in diesen Truhen sind nur Süßes oder Saures Taschen drin. Und die meisten gibt es halt hier in der letzten Truhe. Von daher lohnt es sich kaum, die anderen Truhen zu öffnen. Ich bin zwar jetzt in meinem Run nur auf die eine große goldene Truhe eingegangen, aber unterwegs stehen noch zwei andere. Aber die empfehle ich überhaupt nicht zu öffnen, weil sobald ihr die aufmacht, sterbt ihr auf jeden Fall. Ihr kriegt dann zwar noch den Loot, geht dann aber auch drauf. Lediglich die große goldene Kiste kann man öffnen und dann sogar noch weiterkommen, aber ich empfehle es nicht und einfach, ja, durchrushen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt einen Weg gesehen, wie man dieses Jumping Puzzle machen kann, so ist es relativ leicht und man ist auch in diesem Weg, den ich nehme, ist man relativ schnell, sodass man nie wirklich Angst vor dem grünen Wasser haben muss. Und jetzt heißt es wirklich nur noch üben, 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 verliert die Lust daran nicht, versucht es einfach immer weiter und dann kann man diese Kiste hier wirklich verdammt gut farmen und hier, ihr seht, die geht auch nach einer Zeit wieder zu, dann kann man sie sogar wieder aufmachen. Also theoretisch kann man hier auch stehen bleiben. Und dann kann man das richtig ausnutzen und kommt hier an ohne Ende Candy Corn. Naja, wie dem auch sei, ich verlaber mich hier schon wieder. Ich verabschiede mich und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute. Okay, ganz weg bin ich doch noch nicht. Und zwar habe ich gerade rausgefunden, wenn ihr die Kiste einfach ein zweites Mal öffnet, kriegt ihr kein Loot mehr. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall dieses Jumping Puzzle nochmal machen. Ihr könnt nicht hier warten, bis die Truhe zu ist und die dann einfach nochmal öffnen. Dann gibt es nämlich nichts, sondern ihr müsst das Jumping Puzzle nochmal machen. So, jetzt bin ich ja wirklich weg. Ich verabschiede mich. Ciao, Leute.